Was hat er vor? Während die westliche Welt rätselt, welche Ziele Russlands Präsident Putin in der Ukraine verfolgt, ist er offenbar dabei, bei uns direkt vor der Haustür seinen Einfluss zu erweitern. Es geht nicht nur um die Ukraine, sondern um die Länder der EU. Die Anzeichen dafür mehren sich. Recherchen von Hendrik Lofen und Sabina Wolf. Hat Russland eine Strategie, um die EU von innen zu schwächen? Gibt es Verbündete bei Parteien, Organisationen und Medien? Unsere Recherchen führen nach Frankreich. In Paris haben wir einen Termin im Forum, einer unauffälligen Adresse. Eine Außenstelle der rechtsextremen Partei Front National. Schatzmeister Valéran de Saint-Just empfängt uns in seinem Büro. Er wird uns im Laufe des Gesprächs brisante Unterlagen zeigen. Im Regal Bücher über den Nazi Rudolf Hess, geschrieben vom Holocaust-Leugner David Irving. Einer Verbindung mit Russland scheint diese rechte Gesinnung nicht im Wege zu stehen. Hier ist das Dokument, das ich nach Moskau geschickt habe. Nach Moskau? Ja. Was ist das? C'est quoi? Das ist ein Bankdokument, das ich der russischen Bank geschickt habe, die uns Geld geliehen hat. Ich brauche Geld, damit das hier alles läuft und um meine Wahlkampagnen zu machen. Und weil ich das Geld so dringend brauchte, musste ich nach Moskau fahren, um es mir zu leihen. 10 Millionen Euro. Am Tag unserer Dreharbeiten bittet der Front National die kremlnahe Bank um die Freigabe der Tranche von 400.000 Euro. Warum bekommt der rechtsextreme Front National einen Kredit von einer russischen Bank? Der Schatzmeister zeigt uns bereitwillig die Absagen anderer Banken. Keiner wollte dem Front National Geld geben. Ungewöhnlich, dass dann eine ausländische Bank der Partei einen Kredit gibt. Hat Russland so Einfluss auf den Front National? Immerhin ist es eine Partei in einem wichtigen EU-Land, dort schon drittstärkste Kraft und vertritt bereits gleiche Positionen wie Moskau. Wir sind der Meinung, Frankreich müsste aus der NATO austreten, zum Beispiel. Außerdem soll Frankreich kein militärischer und außenpolitischer Vasalle mehr von Amerika durch die NATO sein. Wir treffen den Politikwissenschaftler Yves Camus. Er hat zu den Methoden der Russen, wie sie Einfluss auf Parteien und Medien in Europa nehmen, geforscht. Es ist so. Es gibt eine gemeinsame ideologische Vision. Für den Front National und den Kreml ist der Westen korrupt und dekadent. Wir fragen nach Deutschland und er gibt uns einen Tipp. Gehen Sie mal an den Kiosk und schauen Sie sich Kompakt an. Kompakt ist ein Magazin und Verlag aus der Nähe von Berlin. Hat Putin Einfluss auf Medien in Deutschland? Auf ihrer Internetseite rechte Parolen wie Asylantenflut und Hilfe, die Albaner kommen, neben Klagen über das geistige AIDS des Westens. Und dann Putins Reden an die Deutschen. Interviewpartner dazu sind Jasmin Pazio vom Staatssender Russia Today, Sergei Beljajew, Presseattaché der russischen Botschaft, und Oleg Xenofontov, Direktor des russischen Hauses in Berlin. Und in diesem russischen Haus, eine offizielle Auslandsvertretung Moskaus, finden viele Veranstaltungen von Kompakt, wie zum Beispiel ihr Sommerfest, statt. Vergangene Woche in Berlin. Wir wollen an einer Veranstaltung von Kompakt teilnehmen. Aber sie blocken ab. Auf unsere schriftliche Anfrage, ob Kompakt durch russische Gelder oder Banken mitfinanziert ist, antwortet man uns schlicht: kein Kommentar. Magazin. Wir bekommen ein Video von einer Kompaktveranstaltung Ende November vergangenen Jahres. Der Titel: Mut zur Wahrheit, Frieden mit Russland. Mit dabei Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der Alternative für Deutschland in Brandenburg. Wir fragen bei ihm nach. Er betont, es gebe für die AfD keine finanzielle Unterstützung durch den Kreml. Aber er verteidigt die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland. Das Völkerrecht ist das eine. Traditionen, historisches Bewusstsein, kultureller Hintergrund sind das andere. Und dann muss man irgendwann auch mal das Völkerrecht sein lassen und sagen, kommen wir zur Lösung. Aktuellster Fall,
Russlands Einfluss könnte bis nach Straßburg direkt ins Europaparlament reichen. Wir erfahren, das Parlament soll über den Entzug der Immunität eines Abgeordneten beraten. Der Vorwurf? Spionage für Moskau. Die Europaparlamentarier haben Zugang zu vertraulichen Dokumenten. Liest der Kreml mit? Er steht unter Spionageverdacht, Béla Kovács. Er sitzt für Jobbik, eine rechtsextreme Partei aus Ungarn, im Europaparlament. In den Ausschüssen, die für Russland wichtig sind. Energie und den Ausschuss für die Zusammenarbeit mit Osteuropa, auch der Ukraine. Schriftlich hat Béla Kovács uns nicht geantwortet. Deshalb versuchen wir, ihn persönlich zu sprechen. Was sagt er zu den Vorwürfen? Béla Kovács' rechtsextreme Partei Jobbik aus Ungarn stellt sich schon länger an die Seite Russlands. Dort in Budapest treffen wir den Politologen Peter Kreko. Er beobachtet die neue Allianz der Rechten mit dem Kreml nicht nur in seinem Land. Der Anteil pro-russischer radikaler Parteien in der EU steigt offensichtlich. Ich glaube, dass das russische Projekt, den Zusammenhalt der Europäischen Union von innen heraus zu untergraben, mittelfristig erfolgreich sein kann. Es gibt in der EU weitere Fälle, wo Russland für Rechtsextreme Verbündeter ist. Zum Beispiel in Bulgarien bei der rechtsextremen Partei Ataka. Wladimir Putin, ehemaliger KGB-Agent, weiß, wo Europa verwundbar ist. Rechte Parteien sind Gleichgesinnte im Geiste geworden. Eine Bestätigung dafür erhalten wir ausgerechnet in Moskau. Von Dmitri Absalow, Präsident des Zentrums für strategische Kommunikation, gefragter Politikberater auch im Kreml. Unter dem Titel Putin, Führer des neuen internationalen Konservatismus, hat er schon früh Putins neuen Kurs dokumentiert. Putins Strategie? In der letzten Zeit wurde deutlich, insbesondere in den Jahren 2011, 12 und 13, dass er anfängt, ein konservatives Image zu kreieren. Deshalb beginnt er, mit politischen Führern zusammenzuarbeiten, die zu diesen Gruppierungen Verbindungen haben. Diese Gruppierungen sind Rechte. Putin und seine Strategen handeln offenbar nach der Devise: Der Zweck heiligt die Mittel.